Trotz Wind und Wetter schreiten die Bauarbeiten für die Bitburger Markenerlebniswelt und Stadthalle zügig voran. Mehr als 20 Mann arbeiten Tag für Tag auf der Großbaustelle. Das Portal, durch das später Markenwelt- und Stadthallenbesucher einströmen, steht bereits. Auch das Fundament für die Stadthalle. Ebenso wie der Rohbau des gemeinsamen Catering-Bereichs von Stadthalle und Markenwelt. Und die Grundrisse des gemeinsam genutzten Foyers sind bereits erkennbar. Derzeit werden Versorgungsleitungen verlegt. Parallel laufen Arbeiten an der Heizungszentrale im Keller sowie an der Außentreppe Richtung Görenweg. Zudem wird an Schächten gearbeitet, in die später die rund 5 Tonnen schweren Sichtbetonwände kommen. Sie sollen das Foyer von der Stadthalle abgrenzen. Mit dem Stand der Bauarbeiten ist auch der Projektentwickler zufrieden. Aktuell werden die Rohbaumaßnahmen ausgeführt und trotz der widrigen Wetterverhältnisse hat die Firma Weiler aus Bitburg und ihre Mitarbeiter es geschafft, die Bauzeit einzuhalten. Läuft weiter alles nach Plan, könnte schon Ende Januar richtfest für die Stadthalle sein. Im Frühjahr soll die Bitburger Markenerlebniswelt öffnen, in der die Besucher alles über die Kunst des Bierbrauens erfahren. Rund 100.000 Gäste werden im Jahr erwartet. Im Oktober folgt dann die offizielle Eröffnung der Stadthalle.